bereit für den nächsten Wutausbruch deines Kindes? Der kann kommen. Im Ernst, möchtest du nicht die Wutausbrüche deines Kindes minimieren, begrenzen oder vielleicht ganz vermeiden? Ich auch. Und mein Kind ist nicht mal 3 Jahre alt? Leider ist es nicht möglich. Die Wutausbrüche gehören eigentlich zu der gesunden Entwicklung deines Kindes dazu. Hurra, du hast ein gesundes Kind, gratuliere. Wir können aber die Wutausbrüche ein bisschen minimieren. Die Dauer des Wutausbruchs kann ein bisschen kleiner ausfallen, wenn wir das Kind emotional begleiten, wenn wir Empathie zeigen und dem Kind die Liebe und Sicherheit geben. In diesem Video möchte ich dir 5 Bereiche des Lebens deines Kindes bzw. eures Familienlebens zeigen, die Trigger sein könnten für die Wutausbrüche. Vielleicht justierst du etwas in diesen Bereichen und die Wutausbrüche werden kleiner ausfallen oder gar nicht mehr kommen. Das wollen wir doch, oder? Ist das Kind müde? Hat das Kind Hunger oder hat das Kind Reizüberflutung? Sehr oft ist der physische Zustand des Kindes der Hauptgrund für die Wutanfälle. Die Kleinkinder können es noch nicht klar kommunizieren und oft nutzen sie Wut als Kommunikationsmittel. Vor allem bei Übergängen passieren solche Wutanfälle. Zum Beispiel morgens, wenn das Kind aufwacht und wahrscheinlich noch müde ist, der Übergang vom Aufstehen zum Anziehen und aus der Tür gehen. Der Übergang vom Kindergarten zum Nachhausegehen. Der Übergang vom Spielplatz bis ins Nachhausegehen. Oder der Übergang vom Spielen zum ins Bett gehen. Was können wir tun? A. Wir achten sehr auf den physischen Zustand unseres Kindes. Ist das Kind hungrig? Vielleicht soll ich einfach Snack mitnehmen, wenn ich das Kind vom Kindergarten abhole. Vielleicht soll ich Snack zum Spielplatz mitnehmen. Rechtzeitig überlegen, wann wir essen. Sehr wichtig, einen festen Ablauf zu haben. Für Kleinkinder insbesondere wichtig, sie brauchen Ordnung. Eine äußere Ordnung, die führt zu einer inneren Ordnung. Deswegen einen festen Zeitplan, wann wir essen, wann wir spielen, wann wir ins Bett gehen. Wir können noch dem Kind frühzeitig kommunizieren, wann wir nach Hause gehen. In 10 Minuten gehen wir nach Hause. In 5 Minuten gehen wir nach Hause. In 1 Minute, wir warnen das Kind im Vorfeld vor. Wir können Timer setzen, sodass das Kind sich überhaupt irgendwas unter diesen Zeitangaben vorstellen kann. Der zweite Bereich deines Kindes, das vielleicht zu den Wutanfällen führen könnte, ist zum Beispiel Fernsehen. Man weiß, heutzutage bekommen die Kinder sehr viel Screentime. Ja, es ist einfach unabdingbar. Im Prinzip ist es überall. Wir Eltern sind ständig am Handy und die Kinder merken das. Und es gibt heutzutage so viele Devices und alles ist zu Hause da und die Kinder automatisch haben vielleicht viel zu viel Screentime. Die Statistik sagt, dass ungefähr ab dem 4. Lebensjahr gewinnt Fernseher stark an Bedeutung und die tägliche Nutzung steigt deutlich an. Und 2/3 der Kinder, 4-Jährigen bis 5-Jährigen, sehen täglich Fernsehen. Ich bin auch keine Ausnahme. Manchmal braucht die Mama einfach eine kleine Pause und die Fernsehsendungen sind natürlich hilfreich. Ich sage nicht, dass du das auf gar keinen Fall zeigen sollst. Nur schau mal drauf, wie viel dein Kind Fernseher guckt und wie oft er das macht. Es gibt natürlich auch Tabellen mit Altersangaben und Empfehlungen. Für die 4- bis 5-jährige Kinder darf es maximal 30 Minuten am Tag sein. Für 3-Jährige noch gar nicht. Ja, es ist nicht empfehlenswert, bis zum 3. Lebensjahr was zu zeigen. Meine Erfahrung ist, dass mit dem 1. Kind ist es möglich zu machen, mit dem 2. Kind ist es ziemlich schwer, das zu machen, dass man einem Kind vielleicht Screentime erlaubt und dem 2. Kind nicht. Das 2. guckt automatisch mit. Und wir haben auch begrenzte Fernsehzeiten, es wird mit dem Timer eingestellt. Wir haben übrigens kein Fernseher mehr, das ist einfach kaputt gegangen, wir haben es noch nicht ersetzt. Aber die bunten, bewegten Bilder, die Geräusche, die Musik, das beeinflusst sehr das Kind viel mehr als uns Erwachsene. Und oft kommt es zu Wutanfällen, wenn das Kind vielleicht zu viel Fernseher guckt. Der ist einfach gereizt, ja. Wir kommen zum Punkt Nummer 1, ja, Reizüberflutung. Vielleicht, wenn du ausschaltest, ja, das ist oft der Fall, wenn du Fernseher ausmachst, ich will mehr, da ist Geschrei, ich möchte weiter gucken. Da hilft es im Vorfeld, eine Abmachung zu machen, zu sagen, okay, du darfst heute Fernseher gucken, du darfst 30 Minuten gucken, wir stellen jetzt einen Timer. Wenn Timer losgeht, dann machen wir es aus. Wenn es trotzdem zu Wutausbruch kommt, nachdem du ausgeschaltet hast, begleitest du diesen Wutausbruch, indem du Empathie zeigst. Ich sehe, du bist frustriert.
du möchtest weiter Fernseher gucken, du bist sauer, dass ich das ausgemacht habe und gleichzeitig haben wir eine Verabredung mit dir, dass wir nur 30 Minuten am Tag schauen dürfen. Time ist losgegangen, morgen darfst du wieder schauen. Bereich Nummer 3, Achtung Mamas, aber auch vielleicht Papas, je nachdem, wer mehr Zeit mit dem Kind verbringt, achtet auf euren emotionalen Zustand. Auch mein Problem, es ist schwierig, die Zeit zu finden, aber das Kind bringt uns das bei, mehr auf sich zu achten. Die Wutausbrüche des Kindes, die sagen einem etwas. Die triggern uns auch. Welche Gefühle hast du in diesem Moment? Wie stabil ist dein emotionaler Zustand? Wie reagierst du, wenn das Kind Wutausbrüche hat? Bist du gelassen oder bist du selber am Kochen? Wenn wir selber aufgeladen sind, können wir natürlich auch mehr geben. Aus der leeren Tasse kann man nichts mehr ausgießen. Deswegen ist es wichtig, unsere Tasse zu fühlen und auf unseren emotionalen Zustand zu achten. Es ist schwierig, mit Empathie und Liebe die Wutausbrüche des Kindes zu begleiten, wenn man selber nicht im Lot ist. Wir müssen uns um sich selbst kümmern, damit wir unseren Kindern helfen können. Weil Wutausbruch ist einfach Schrei nach Hilfe. Das Kind braucht deine Hilfe. Das Kind braucht deine Liebe und Sicherheit in diesem Moment. Um die Empathie zu zeigen, muss man selber ausgeglichen sein. Mach dir Gedanken, wie kannst du deinen Alltag so gestalten, dass du in diesem Alltag auch Zeit für sich hast? In welchen Stunden kümmerst du dich um dich? Für mich hatte sich gezeigt, je früher ich aufstehe, umso besser gelaunt ich bin. Obwohl ich Morgenmuffel bin, ich mag zu schlafen, aber wenn ich mit den Kindern gleichzeitig aufstehe, dann ist mein Tag gelaufen. Es hilft enorm, einfach in Ruhe und Gelassenheit in den Tag zu starten. Erstmal sich selbst zu geben, bevor du anderen geben kannst, weil wir geben ständig unseren Kindern. Und um diese Tasse, die immer ausgeschüttet wird, ja, die Energie gibt, die Liebe und Zuwendung, die Tasse musst du erstmal auffüllen. Was hat das mit den Wutausbrüchen deines Kindes zu tun? Eigentlich wenig, aber die Reaktion, wie du die Wutausbrüche deines Kindes begleitest, hängt sehr von deinem emotionalen Zustand ab. Und wenn du selber wütend bist, wenn du selber in dem Moment Wutausbruch hast, werden die Wutausbrüche deines Kindes stärker und stärker, weil die Emotionen, die das Kind in diesem Moment hat, werden nicht verstanden und werden nicht bearbeitet. Noch ein Bereich, der vielleicht der Grund für verstärkte Wutausbrüche deines Kindes sein könnte, sind Verbote, Grenzen. Vielleicht hast du zu viele Grenzen gesetzt. Vielleicht sagst du ständig deinem Kind nein, 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 nein. Die kleinen Kinder sind dazu da, um zu erforschen, die Welt zu erkundigen. Die wollen ausprobieren, die wollen Sachen fallen lassen, die wollen Licht an- und ausschalten, die wollen das Wasser an- und ausmachen oder laufen lassen und schauen, was passiert. Das ist in der Natur des Kindes, die Welt zu erforschen. Wie viele Grenzen hast du deinem Kind gesetzt? Und dadurch bestärkst du die Wutausbrüche. Das Kind will autonom sein, selbstständig sein. Setz dich hin und überleg, was sind die Werte deiner Familie zum Beispiel? Ja? Was ist uns wichtig? Wo setze ich die Grenze und wo kann mein Kind erforschen? Was kann ich meinem Kind anbieten, um weiter zu erforschen, die Welt zu erkundigen, ohne dass es für mich ein Problem sein wird? Wenn du ein Problem hast, das Wasser läuft die ganze Zeit, vielleicht überlegst du irgendein Spiel, irgendeine Beschäftigung für dein Kind, wo das Kind mit dem Wasser spielen kann. Damit das Kind dieses Bedürfnis, mit dem Wasser zu spielen, befriedigen kann. Also du hast dir Gedanken gemacht, was sind meine Werte, wo setze ich Grenzen? Da bin ich konsequent. Natürlich braucht das Kind Grenzen. Das Kind braucht Sicherheit. Mit Grenzen bekommt er diese Sicherheit. Er braucht auch starke Hand und Führung. Grenzen und Regeln geben den Kindern Sicherheit. Sie brauchen einen festen Boden unter den Füßen. Deswegen ist es schon wichtig, gewisse Grenzen zu haben, nur nicht zu viel. Und der fünfte Punkt habe ich sehr oft erwähnt in all meinen Videos zur positiven Disziplin. Es geht um die Auswahlmöglichkeiten. Den Kindern die Möglichkeit geben, sich selbst zu entscheiden in bestimmten Bereichen, die seinem Alter entsprechen. Die Entscheidungen sollen natürlich auf sein Alter angepasst sein. Die Kinder sollen aber die Möglichkeit haben, zu entscheiden. Zum Beispiel, heute ziehst du die langen Hosen an, weil es ist kalt ist. Möchtest du die gelben oder die grünen anziehen? Was wir anziehen, die langen Hosen, das entscheidest du als Eltern. Welche Farbe zum Beispiel, ja? Das darf dein Kind entscheiden.
Eine Auswahlmöglichkeit erlaubt deinem Kind, diese Autonomie, wonach das so strebt, zu spüren, aus das Gefühl zu haben, meine Mama akzeptiert mich und die Meinung, meine Meinung ist meine Mama wichtig. Die kleinen Entscheidungen, die dein Kind den ganzen Tag treffen darf, führen einfach dazu, dass es einfach keinen Platz mehr für Wutanfälle gibt. Die werden spüren, dass sie das eigene Leben in eigener Hand haben. Die haben Kontrolle, die haben Macht. Das geben wir denen, indem wir gezielt denen diese Wahlmöglichkeiten anbieten. Die konkreten Situationen und Beispiele aus dem Alltag, was du deinem Kind sagen kannst, welche Strategien gibt es noch, um die Wutanfälle zu minimieren, darüber rede ich in diesem Video. Schau dir das mal an, stell deine Frage in den Kommentaren, setz mir bitte Like, abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht getan hast. Ich freue mich, dich in einem nächsten Video zu sehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao!